Schon bald haben Larissa und Vitus ein neues Gehege im Tierpark Neumünster. Bis 2035 ziehen die Eisbären um und das ist nur eine von vielen Maßnahmen, um ein internationaler Zoo zu werden. Die Idee von Direktorin Verena Kaspari kommt gut an. Das Team ist bereit für diese besondere Herausforderung. Das neue Entwicklungskonzept sieht also vor, dass manche Anlagen vergrößert werden, umstrukturiert werden und wir bekommen auch ein paar neue Tierarten dazu. Das Augenmerk liegt besonders auf bedrohten Tierarten. Auf der Liste stehen unter anderem Kängurus, Ameisenbären, Trampeltiere und Chaco-Pekaris. Dafür nimmt der Zoo Abschied von den Wildschweinen, die zudem auch sehr anfällig für die Schweinepest sind. Chaco-Pekaris sind eine südamerikanische Schweineart und das sind Nabelschweine und deswegen sind sie nicht anfällig für die afrikanische Schweinepest. Und das würde uns halt in die gute Situation bringen, dass wir die Tiere auch nicht längerfristig aufstallen müssen. Seit mehr als 70 Jahren leben hier in Neumünster knapp 700 Tierarten auf 24 Hektar. Artgerechte Haltung ist hier besonders wichtig. Damit auch zukünftig alle neuen Tierarten betreut werden können, wird das Personal stets geschult. Es gibt schon ein paar spannende neue Tierarten, die hoffentlich dann in den nächsten Jahren bei uns einziehen können. Das wird natürlich auch nochmal eine Herausforderung. Neue Tierarten sind immer wieder was, wo man sich reinfuchsen muss, aber natürlich für uns auch immer wieder neue Herausforderungen, die wir gerne annehmen und auf die wir uns freuen. Neu ist der Artenschutz-Euro. Dieser ist für freilebende Tiere aus den Herkunftsländern gedacht. Die Spende hilft Organisationen dort, wo Tiere auf der Liste der bedrohten Arten stehen. Dafür setzt sich der Tierpark schon seit längerem ein. Zum Beispiel bei unseren Humboldt-Pinguinen unterstützen wir schon seit vielen Jahren den Verein Sphenisco. Das ist ein Artenschutzverein, der sich für den Schutz des Humboldt-Pinguins in Chile direkt ausspricht und da halt für sorgt, dass die kleine Brutkolonie, die es da nur noch gibt, geschützt wird. Und das sind natürlich Projekte, die wir sehr gerne unterstützen. Insgesamt stehen 61 Projekte auf der Agenda des Zoos. Die erste Neuerung ist schon zu sehen. Ein Kleintierhof, der schon dieses Jahr fertiggestellt wird. Und zwar wird es hier dann auch Workshops geben für die Kinder zum Beispiel, wie man denn Meerschweinchen richtig zu Hause hält, dass wir auch hier den Besuchern wieder ein Stückchen Education mit nach Hause geben können. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass wir auch dazu beitragen, dass es vielleicht dem einen oder anderen Haustier zu Hause auch ein bisschen besser geht. 4 Millionen Euro kosten die Umbaumaßnahmen im Tierpark Neumünster, um ein internationaler Zoo zu werden. In 13 Jahren soll das Projekt fertiggestellt sein. Bis dahin gibt es für das Team um Direktorin Verena Kaspari noch viel zu tun.